Assalamu alaikum. Heute mache ich einen gesunden Kuchen, und zwar einen Bananen-Apfelkuchen. Der Teig wird aus Haferflocken bestehen und drei Eier, ein Päckchen Backpulver und ein Päckchen Vanillezucker und dann eben drei Bananen. Und muss ich gucken, wie viel Äpfel ich reinmache. Werde das jetzt mahlen, ne? Also dass die Haferflocken fein sind. Ja, und genau. Dann werde ich euch das Weitere nachher berichten. Bis später. Ich habe also die Haferflocken gemahlen. Die müssen schön fein sein. Ne, das habe ich hier jetzt gemahlen. Jetzt werde ich die Eier, das Eigelb erstmal schön verrühren mache ich etwas Ersatzzucker ran. Ich zeige euch das nachher nochmal. Und eben Vanillezucker mit ran. Genau. Und das Eischnee werde ich steif schlagen. Dann bis gleich. Das Eigelb ist jetzt schaumig geschlagen. Wo habe ich jetzt schaumig geschlagen? Jetzt schlage ich noch das Eiweiß, bis es fest ist. Das brauche ich euch aber später. So wie ihr seht, habe ich die Bananen richtig klein gestampft. Die müssen echt richtig klein gestampft sein. Also das heißt, so ähnlich so wie ein Babybrei, ne? Da darf nichts sein. Und ihr solltet auch keinen Zucker ran machen, weil die Bananen geben ja schon die Süße her. Ne? Genau. Und jetzt mache ich noch die Äpfel. Die mache ich aber nicht. Stampfe ich. Die mache ich aber nicht ganz klein. Die schneide ich ganz klein und schneide die mit rein. Ich zeige euch das nachher, wenn der Teig soweit fertig ist. So, ich habe jetzt den Kuchen in der Form reingemacht. Ihr könnt auch eine größere Form machen, müsst ihr aber mehr Haferflocken und also mehr Teig haben, ne? Okay, ich zeige euch nachher das Ergebnis, wie das aussieht. So, jetzt ist der Kuchen fertig. Der war ungefähr so 1,5 Stunden im Ofen drinne. Stunde ungefähr. Ich muss dazu sagen, das ist mein eigenes Rezept. Ich habe das mir selbst ausgedacht, und das schmeckt der Kuchen echt. Wir haben den schon etwas probiert. Der ist voll lecker. Ich schreibe euch das Rezept, und da ist wirklich kein Mehl drin, kein Mehl, nur Backpulver, und der Rest ist eben Haferflocken. Also das heißt, es ist ein gesunder Kuchen, ob man den jetzt Love Cup Kuchen nennen kann, aber das ist ein gesunder Kuchen. Ich nenne ihn mal gesunden Kuchen. Ohne Mehl, ohne irgendwas, nur Backpulver, ein bisschen Vanillezucker und dann eben den Zusatzzucker drinne, den merkt man überhaupt nicht. Und dann eben das andere, was ich schon gesagt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und ich werde mir noch mehrere Rezepte in dieser Form, vielleicht auch sogar Brot in dieser Form, ausdenken und selber herstellen. Na, wie gesagt, das ist mein Rezept. Ich habe das selbst. Ich habe das nicht aus dem Internet, nicht von YouTube, überhaupt nicht. Ich habe es mir selbst überlegt. Okay. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben und gerne auch in die Kommentarliste etwas reinschreiben. Dafür ist die Kommentarliste da. Sonst lohnt sich das alles nicht so, hier irgendwas hochzuladen und keine Ahnung. Und ich hoffe, euch geht es allen gut. Wie gesagt, Daumen nach oben. Wer es noch nicht getan hat, mein Kanal gerne abonnieren und eben auch die Glocke betätigen. Danke, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Bye bye.